Willkommen zu einer neuen Trail-Tour. Heute 84% Single-Trail-Anteil. Da ja eh immer nur fragt, wo wir heute fahren, ich sag's einfach. Wir fahren im Pfälzerwald. Der ist groß. Fahrt einfach irgendwo da. Gibt genug tolle Trails. Sehen auch alle gleich aus. Bist du da fertig? Hast du deinen Freund, die Wespe, jetzt, kommt die mit oder bleibt die hier? Ich glaube, alle kommen mit. Ja? Okay, dann kannst du ja losgehen. Unser Guide weiß wieder nicht, wo es lang geht. Geht schon wieder richtig gut los. Aber ist ein Single-Trail. Ich bin heute auch mal wieder mit einem Rucksack unterwegs. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Fitback, auch so Touren. Das ist echt so ausgeleitet, das rutscht immer hinten runter und dann schleift es am Rad. Ja, ist egal. Haben wir auch schon verfahren? Nein, weil eben wo ich am Zweifeln war, ob wir links hoch müssen, den kommen wir dann später runter. Sehr gut. Nachdem wir die S3-Stellen gemeistert haben. S3, kein Problem. Bin der Schiebeprofi. 84% Single Trails. Das bedeutet, wir fahren auch sehr viele Trails hoch. Und wie es im Pfälzerwald üblich ist, sind die Trails alles etwas verblockt. Mal mehr, mal weniger. Hier lernt man auf jeden Fall E-Bike fahren. Die Strecke hier ist zwar noch so zum Warmwerden, deswegen fahre ich auch noch entspannt im Eco-Modus. Mussten wir aus Turbo, aus Eco raus, dann ging das. Diese schmalen Alternativen sind mir bisher noch nie aufgefallen. Echt lustig. Ein schlechter Drop. Davor. Da gibt er wieder an mit seinen Umsetzskills. Ach, beim nächsten Mal drücke ich mich einfach rein. Das alles war bisher zum Warmwerden bzw. Durchschwitzen der Klamotten. Jetzt beginnt der spaßige Part. Ich wähle absichtlich meistens die Highline, kleine Herausforderungen und so. Und ich habe meine Energie auch nicht auf den ersten 50 Metern rausgeballert. Ist ja kein Sprinter hoch. Oh, das ist ein bisschen downhill. Alter, ey. Er hat aber auch immer den Drang, sich den Hang runterzustürzen. Ach, verfluchte. Jetzt habe ich auch mal gerafft, welche Stelle er meinte. Habe ich aus seiner Erzählung am Trailausgang irgendwie nicht verstanden, wo das genau war. Hatte sich ein Stromloser dazwischen gemogelt. Hauptsache mit blockierendem Hinterrad rumfahren, das mögen die Trails ja. Geht in meinen Augen gar nicht. Ja. Ja, der macht die ganzen Wege kaputt. Ich sehe schon die Kommentare. Die E-Biker machen die Wege doch viel mehr kaputt. Ja, genau, als ob die 10 Kilo mehr irgendeinen Unterschied machen. Kommen wir aber langsam mal zur Fahrwachs- bzw. Armpump-Teststrecke. Ja.
Ha! Hat geschafft? Gut, hier habe ich jetzt auch meine Hände ein bisschen gespürt. Boah, du willst nicht mit meinem fahren, ey. Diese Angst von Abhang, ey. Ja, der Abhang ist das Schlimmste. Ja, geschafft. Durch. Ja, ich seh keine Linie. Ich auch noch nicht. Hätte klappen können. Ah, ich seh die Linie. Ja! Das Schöne an dem Bike-Revier hier ist, die Wanderer sind sehr tiefenentspannt. In dem Geschwindigkeit raus, die Wanderer gehen zur Seite, man grüßt sich und wünscht sich noch einen schönen Tag. Und alle sind glücklich und genießen die Natur. Ich wollte schon sagen, ich war nicht die Beste da. Wieder das Problem, dass man die Linie nicht kennt und dann steht man davor und überlegt, wo fährt man nur lang. Ja, und ab hier war ich dann nicht mehr eingeklickt auf dem linken Pedal und stand nur so halb drauf und es war alles sehr sketchy und dann musste ich dann noch runtertroppen, aber irgendwie hat es doch geklappt. Kommen wir nun zum Merkmal unseres Guides. Er plant am Ende einer Tour immer die schweren Sachen ein. Also nochmal 250 Höhenmeter am Stück über entspannte Wege hoch. Es schleichen sich immer mehr Fahrfehler ein, da die Konzentration nachlässt. Über 80% Single Trails auf 37 Kilometer ist halt schon eine Ansage. Fertig. Verdammt! Perfekt! Okay, man hört es auf der Videoaufnahme nicht, aber ich habe ein neues Geräusch am Fahrrad. Und zwar immer, wenn der Hinterbau aufschlägt. Und wenn man ein neues Geräusch hat, sollte man eigentlich danach gucken, was man so noch nie wahrgenommen hat, ob da irgendwas kaputt ist. Eine Speiche weggeflogen? Gezählt, 6 Schrauben? Ja, waren 6. Gut.
Das Lustige oder vielleicht das Peinliche ist, ich hatte noch vor der Tour den Hinterreifen bzw. das hintere Laufrad ausgebaut, habe die Kassette überprüft und ob die Bremsscheibe fest sitzt. Gut, ich habe nur dran gewackelt und das war fest. Ich hätte vielleicht mal die Schrauben nachziehen sollen. Vielleicht hätte ich auch die Schrauben mal mit Loctite einkleben sollen. Naja, aus Fehlern lernt man. Ist ja nichts passiert und beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Jetzt sind wir zumindest laut Karte auf diesem S3-Stück. Naturtreppen mit Spitzkern. Genau mein Ding. Und noch schön am Hang. Was soll schon schief gehen? So als Warnung, warum man vielleicht nicht nach 30 Kilometer Singletrails und 1200 Höhenmeter noch ein S3-Trail fahren sollte. Passiert es zum Glück nicht viel, da vorne fährt er nämlich wieder, jedoch hat er jetzt erstmal 3 bis 4 Wochen Bikepause. Ja, die 84% Trailtour ist vorbei, war richtig geil. Ich kann jetzt keine Trails mehr sehen für die nächsten 6 Stunden. War noch mal ein bisschen Action am Ende, ist aber nichts passiert. Habt ihr noch was dazu zu fügen? Nein. Also ich verspreche euch, beim nächsten Mal machen wir mehr Forstwege als Uphill. Nein. Und machen mehr Downhill. Oh. Bis zur nächsten Tour.